Seid ihr herzlich willkommen. Das 3 Fragezeichen Orakel. Was denkt er, wie fühlt er sich und was wird er tun? Die erste Frage ist, was ist sein Gedanke? Was plant er? Wenn du eine Dame bist, dann erscheinst du in seinen Gedanken. Er denkt an dich ganz intensiv. Und dieses Schiff bedeutet die Hoffnung, dass alles im Guten wendet. Oder er möchte dich sehen. Oder er plant mit dir etwas. Diese Karte bedeutet auch Reisen. Entweder er plant eine gemeinsame Reise. Wenn er weiter weg wohnt, dann möchte er dich besuchen, er möchte dich sehen. Oder kommt eine Einladung und er wünscht, dass du ihn besuchst. Diese Karte bedeutet auch eine innere Reise, eine seelische Verbindung, wie zum Beispiel eine karmische Liebe. Und das ist ihm bewusst, weil er macht da Gedanken. Wie fühlt er sich? Dieser Anker bedeutet Sicherheit und Stabilität, angekommen zu sein. Er fühlt sich in dieser Beziehung verankert. Oder er möchte gerne eine stabile Beziehung mit dir aufbauen. Und hier ist eine glückliche Wende. Das kann allerdings bis Monat April dauern. Diese Karte bedeutet auch Beruf, Berufung. Und dieser Storch symbolisiert Veränderungen. Hier liegt das Glücksklee dabei, eine glückliche Wende. Das kann berufliche Veränderung auch sein oder ein gutes Angebot beruflich. Und das kann zum Beispiel im Ausland sein. Was wird er tun? Dieser schlaue Fuchs bedeutet Negativität. Negativen Gedanken, oh, das wird sowieso nichts, oder negativen Gefühlen wie Angst. Oder er beobachtet die Wegen. Dieser Kreuz bedeutet auch Lebenswegen. Wenn Lebenswegen, kreuzen sie sich wieder. Also das bedeutet eine Annäherung oder ein Treffen. Dieser Kreuz bedeutet auch Glauben. Aber weil hier diese Falschheit liegt, es gibt Momente, wo er daran nicht glaubt, an diesem Glück, oder er meint, du glaubst an ihm nicht. Dieser Kreuz bedeutet auch Entscheidungen. Er oder du oder ihr beide erreicht in euren Lebensweg diese Kreuzung und ihr werdet neu orientieren. Kommt eine neue Richtung, kann aber eine falsche Entscheidung sein, warnt dieser schlaue Fuchs. Was die Karten noch bedeuten können, er möchte dich sehen, du erscheinst in seinen Gedanken. Hier ist die Reise und die Begegnung, denn Schicksalswegen kreuzen sie sich und kann es sein, dass jemand das beobachtet, welche Entscheidungen er trifft, vielleicht gar nicht in seiner Umgebung, sondern er meint, in deiner Umgebung taucht diese Falschheit auf oder hat Angst, dass du falsche Entscheidungen triffst. Was verbindet euch? Diese Schlange kann die Heilung sein, die Erneuerungsprozesse, aber kann eine Frau auch sein, wie zum Beispiel eine falsche Frau. Und er meint, es könnte alles so schön laufen,
Da ist die Hoffnung dabei, die Stabilität und das Glück, aber liegt eine falsche Frau da. Und das kann zum Beispiel in deiner Umgebung sein, eine falsche Freundin oder eine falsche Kollegin, und versucht dich abzulenken. Und er hat Bedenken, dass durch diese falsche Person es nicht so läuft, wie er das wünscht, und fehlt dann diese Stabilität. Aber vertraue die Schicksal, die Schicksalswegen, und sei ein bisschen vorsichtig, welche Frau hat einen Einfluss auf dich, was gerade nicht günstig ist. Und das war das 3-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.